Und hallo und herzlich willkommen, willkommen zurück. Und jetzt machen wir von hier aus weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, als bevor wir gestorben sind. Sonst wäre das ja jetzt. Ja, ich hab mal gedacht, vielleicht wäre das mal eine Maßnahme. Den Dingern muss man immer in den Mund schießen. Wie wir ja schon öfters jetzt gesehen haben. So, jetzt haben wir hier wenigstens die Hälfte schon mal erreicht. In dem Lauf bis hierhin habe ich leider nicht alle Fragezeichen da Dinger mitgenommen können. Von denen kann man nur die Kinder essen. Also, hier so. Doch nicht? Okay. Die nerven dann einfach nur. Kann man hier irgendwie runter vielleicht? Nö. Aber hier ist so ein Dinge. So ein Fragezeichen-Dingens. Dann, 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 dann. Wie kriegen wir jetzt auch lange Eier, oder was? Oder hat sich da einer noch einen Spaß erlaubt? Okay, was passiert jetzt? Ach so, eine Brücke bis da hinten hin. Okay, oder wir hätten das auch mit dem Hubschrauber machen können, oder kommen wir da jetzt nicht mehr dran? Scheiße. Ja, da kommen wir leider nicht hoch, irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Eine Tür. Gehen wir erstmal da unten lang. Hätten wir aber vorher gucken müssen, wie wir das am besten machen da. Okay, was passiert jetzt hier? Okay, genau wie in dem einen Schloss haben wir dafür jetzt die Blume bekommen. Das ist ja nice, oder? Achso, jetzt ist das Ding ja da frei wieder und jetzt können wir da über den Hubschrauber nehmen. Wo immer uns der hinführen soll. Anscheinend hier in die Richtung. Sind wir einmal rumgeflogen? Ja, was? Schade. Na, jetzt wissen wir ja wenigstens, wo wir hin müssen. Nö, 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 nö. Komm runter. Dann, 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 dü, 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 dü. Und hier lang. Okay. Dann sollten wir hier auch lang gehen. Oh, wir haben ein U-Boot. Okay, dann los mit dem U-Boot. Jetzt heute in dem Level übertreiben sie ein bisschen mit den Verwandlungsfähigkeiten. Ach, hier gibt's auch Fische. Ja, hier waren die, sind ja noch nicht ausgewachsen. Ach, hier gibt es auch die Tintenfische. Einfach nur schnell hier durchkommen und versuchen, vielleicht noch eine Blume abzustauben.
Sehr gut. Trotzdem noch geschafft. Ich fliege mal einfach unter dem Radar hier vorbei. Ja, das war mir klar. Komm, erhol dich wieder. Das Ding verfolgt uns hier. Der ganze Weg wieder zurück. Naja. Ist ja nicht so schlimm. So. Dann einfach jetzt hier unten lang und hoffen auf nichts Schlimmes. Vorsicht. Ja, komm. Gib Gummi. Okay, cool. Haben wir das auch geschafft? Und zwar hier keine Blume abgestaubt, aber... ja, bevor der Frosch uns essen konnte, haben wir das gemacht. Ach, hier gibt es auch Fischis. Piranhas-Fischis. Das ist wieder so ein Frosch, glaube ich. Wir sind im Sumpf. Okay, der fällt nur runter. Der fällt auch nur runter. Ach, eine Krabbe. Die kennt man dann auch aus den späteren Yoshi Island Teilen, die es gibt. Es gibt ja jetzt mittlerweile, glaube ich, 3 oder so. Gab es einmal Yoshi Island, dann Yoshi Island 2 und dann Yoshi Island New World oder so. Sehr gut. Haben wir die auch? Die Blume. Ich weiß, ich mache hier immer viel mit dem Dinge, mit dem diesem. Ja, weiß ich, wedeln. Ich glaube, wir gehen erstmal hier runter. Achso, hier ist der Krebs, okay. Kommt doch mit ins Wasser rein, oder? Okay. Naja. Du. Kann man den auch im Wasser abschießen? Nee. Sehr gut, haben wir das auch. Und jetzt hier runter. Da. Ich muss nochmal da oben umgucken müssen, aber naja, was soll's. Auch gut. Scheiße. Naja. Vielleicht kriegen wir ja nochmal die Gelegenheit. Das wollte ich schon sagen. Haben wir sie alle? Ne, eine hat uns gefehlt. Egal.
Oh, wieder ein Bonus, eine Bonus-Challenge. Ich vertue mich jedes Mal dabei. Okay. Naja. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Ein Level up. Doppelt gemoppelt. Oder Doppelmoppel. Ach so. Wie viele Schüsse hat man denn? Okay. Ich weiß zwar nicht, was das ist. Vielleicht ein Geheimnis aufdecken? Auch gut. Zehn Level-Ups. Ja, cool. Haben wir schon mal 70 Level. Vielleicht kriegen wir ja dann noch mal Leben dafür. Cool. Ach, jetzt kommt der Frosch. Okay. Ja, zumindest habt ihr ja schon gesehen, dass da ein Frosch war. Burgs Festung. Burg. Was der macht und was er kann. Vielleicht haben wir das ja jetzt schon im vorherigen Level gesehen, was er kann. Das ist immer schön bei den Spielen. Du lernst die Bosse schon im Voraus kennen. Was hat der denn gemacht? Hm. Sollte ich aber mal aufpassen. Ach so, der ist einfach zerplatzt, der Fisch. Okay. Hm. Schade. Schade. Ach, da kommt wieder die. Aha. Haben sich gegenseitig kaputt gehauen. Scheiße. Quasi wie so ein Wassertempel oder so. Geht's hier auch noch weiter? Jo. Ja, okay, dann kann man das ja vergessen, denn wir haben ja keine Dinger da. Keine Eier. Doch, ich habe Eier, aber im Moment habe ich keine. Kann man da wieder zu... Kann man da wieder reingehen? Dann könnte man da nämlich weitergehen und gucken, was es da noch gibt. Das ist ja einfach nur Wunder. Siehst du, die haben wir, hätten wir dann vergessen. Sehr gut. Och, geh mir doch nicht im Sack. Scheiße. So.
Geht's immer weiter? Okay. Sie weiß ja nie, wo es irgendwie weitergeht. Also, komplett. Vielleicht gehen wir erstmal in die Türe rein, mal gucken, was da kommt. Hier. Vielleicht ist ja hier eine Blume oder so, oder ein paar Münzen, oder ein paar Sternchens. Ach so. Ich hätte gedacht, man hätte das auch so geschafft, aber man braucht wohl den Eimer. So, jetzt haben wir da wenigstens alle eingesammelt. Ein Level up. Okay. So, weg damit. Braucht man nicht. Die oh. Da müssen wir oben aufpassen, wo die gerade mit ihren Bomben sind. Ja, sonst passiert das. Okay, da kommt man nicht so hoch. Man braucht diese Gegenstände, sonst kommt man nicht weiter. Ich hätte gedacht, man kommt da auch so hoch. Aber leider nein, leider gar nicht. Swuswu. Ich glaube, das war jetzt eine Blume. Hoffen wir es mal. Jo, und jetzt weiter hier. Du. Mit dem Dinger. Es ist zwar nervig, aber es macht ja auch gerade Spaß. So hoho spielen. Und ein bisschen Nervenkitzel dabei zu haben, das wäre nämlich gut, ja. Weil wenn man hier einfach nur so durch laufen könnte. Und gar keine Herausforderung hätte, dann wäre das Spiel ja eigentlich sehr langweilig. Ich habe ja nie behauptet, dass ich immer alle Blumen und alles da bekommen werde. So, jetzt kann man hier mal einfach reingehen und hier haben wir direkt mal einen Zwischenspeicher. So, hier gibt's nicht noch mehr. Okay. Alles rot. Also, müssen über den drüber springen. Auch gut. Hier ist bestimmt wieder so ein Krebs. Oder? Nee. Doch. Komm. Komm, liebe Junge. Ja. Komm. Achso, man kann auch über den drüber gehen, ein bisschen. Gut. Gehen wir direkt mal durch die Tür weiter. Lala. Ich hätte jetzt gedacht, der hätte eine Mauer gebaut, aber... Achso, darüber müssen wir treffen. Du. 30 Sekunden haben wir. Wunderbar. Oh. Jetzt fallen hier die Flappers von der Decke. Okay, gut.
Die kennen wir ja schon, die Flappers hier von einem Boss. Ne? Gut, haben wir die auch. So. So, ich hoffe, das war jetzt das letzte. Würde mich sehr freuen, ja. Oh, da ist noch was. Ein Level up. Okay. Ich glaube, das sind immer die Dinger mit den Sekunden oder Sternchen. Und wenn wir die Sekunden oder Sternchen da voll haben, dann kriegen wir ein Level up. Wenn wir die ja voll haben, dann braucht man die ja nicht mehr. Ich kann mich aber auch noch erinnern, dass es, glaube ich, eins gab, wo man auch noch die anderen Babys hatte. Wie Peach und... Ja, komm. Halt die Gurschen. Froschen. Oh. Ach so, da ist schon der Boss. Okay, wunderbar. Jetzt machen wir halt den Boss noch und dann... Der kann ja nicht so schwer sein. Achso. Ribbit. Ja. Schon, dass du vorbeischaust, Yoshi. Bock. Hat noch nicht gefrühstückt. Oder Berg hat noch nicht gefrühstückt. Berg. Wie, keine Eier? Achso, jetzt wird mal ganz klein gemacht. Schön, sehr gut. Hm? Achso, jetzt sind wir in seinem Magen drin. Ist auch gut. Jetzt müssen wir im Ende. Ja. Ich kenne das noch. So, was haben wir jetzt? Achso, da kommt der Magensäure runter, getropft. Scheiße. So, der Magensäure soll mal ausweichen. Einmal. Der Magen wird, glaube ich, dann kleiner. Ich kann es dir aber nicht sagen. Vorsichtig. Yo. Naja, fast. Ich entschuldige mich für das Ruckeln, aber da kann ich leider jetzt nichts machen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft man denn jetzt noch treffen, seinen Gaumenzäpfchen da. Yo! Wie oft müssen wir den denn treffen? 6-mal oder so? Aber wir haben ihn ja jetzt schon ganz oft getroffen. Da kann ich dir nicht sagen. Fast. Okay.
Okay. Jetzt haben wir es geschafft. Endlich. Und wo kommen wir jetzt raus? Natürlich. Aus dem Popo. Oh, der arme Junge. Hat leichte Darmprobleme gehabt. Die Augen, Alter! Was? Wo war ich da? Wo bin ich da rausgekommen? Der war ganz erschrocken, was? Da möchte ich nicht nochmal rein. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen bis hierhin. Wünsche euch erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi. Ciao!